Hallo und herzlich willkommen zu etwas, was nichts mit Mopeds zu tun hat, aber trotzdem mit Puch. Und ich werde mich kurz fassen, weil ich weiß, dass dieses Video lange dauern wird. Wir schauen uns heute nämlich den Puch M125 Motor an und ich weiß im Prinzip nichts über diesen Motor. Dieser Motor gehört meinem Chef und er ist zu mir gekommen und hat gesagt, du machst doch irgendwas mit Puch, oder kannst du mir nicht das reparieren? Ich habe mir den Motor angeschaut, er ist komplett angerieben, Kerze war weiß, also ich schätze mal, dass er ein Falschluftproblem gehabt hat oder falsch gemischt worden ist. Und er ist jedenfalls aber sowas von Vollgas angerieben, ich werde euch noch Fotos dazu packen. 3 mm tiefe Riefen in der Lauffläche, Loch im Kolben, Kolbenring aufgesprungen, also aufgespreizt und das obere Teil vom Kolben weggesprengt. Also wir schauen uns heute den Kurbeltrieb an. Das Getriebe funktioniert tiptop. Falls ihr noch nicht an dem Punkt seid, wo wir jetzt sind, das Einzige, was hier anders ist, ist der Zylinder, ist mit diesen 4 kurzen Stehbolzen auf den Motor geschraubt und 45 Grad versetzt, also hier, hier und hier, ist dann der Kopf in den Zylinder hineingeschraubt. Das ist nicht durchgeschraubt, also versucht nicht, den Zylinder runter zu prügeln, wenn ihr den Kopf runtergenommen habt. Noch eine Sache zu dem Motor, ersatzteiltechnisch. Ich habe mir ein paar Sachen für den Kurbeltrieb angeschaut. Es sind alles Tauschteile, es gibt für diesen Motor fast nichts Neues. Warum? Dieser Motor ist unfassbar zuverlässig. Es gibt keinen Hersteller von Ersatzteilen, der so blöd ist, um für einen guten, zuverlässigen Motor, der im Prinzip nie kaputt wird, unnötige Ersatzteile herzustellen. Deswegen gibt es zum Beispiel die Kurbelwelle refurbished beim RBO, allerdings mit einem Pleuel, was 1 mm zu kurz ist. Das heißt, da müsste man die Fußdichtung weglassen, was ich vermeiden möchte, wenn es geht. Das heißt, wir werden uns die Kurbelwelle anschauen. Es gibt den Zylinder, auch refurbished, neu beschichtet, Nikasil, und er ist auch ein Tauschteil, das heißt, man muss den alten Zylinder zurückgeben, dann muss ich noch schauen, ob die mir den überhaupt abnehmen. Also, wie gesagt, nichts Neues, natürlich die Lager und Simmerringe, die Verschleißteile halt eben, aber von den Teilen, die normalerweise nicht verschleißen sollten, gibt es eigentlich nichts Neues, das ist alles im Tausch. Das wird heute so ein klassisches Learning by Doing Video, also wenn wir es auseinandernehmen, werden wir es hoffentlich auch wieder zusammenbringen. Ja, yeah. Okay, der gleiche Abzieher wie bei den Moped-Polrädern passt auf jeden Fall mal. Ja, und der Simmerring zündseitig war auf jeden Fall schon mal kaputt, weil hier steht das Öl drinnen. Polradkeil nehmen wir uns gleich raus, bevor wir ihn verlieren. Schätz mal, unter dieser Kappe, da wird ein Gummiring drinnen sein. Ja. Nur weiß ich nicht, ob ich diese Schraube da oben jetzt aufmachen soll oder ob mir dann innen drinnen das Getriebe komplett zerbröselt. Da ist schon ein Haufen Dichtmasse drinnen. Wenigstens ist noch Öl drinnen. Okay, also Kickstarter müssen wir mal nicht runternehmen. Also ich bin das Ding selber nicht gefahren, weil es offensichtlich kaputt zu mir gekommen ist, aber das ist, das ist schon so Müsli. Weiß nicht, ob man das hören kann, aber das ist echt, also das sind sehr grobe Stücke, die da drinnen liegen und eine ganze, also wirklich eine ganze Menge davon. Bin gespannt, was uns hier noch erwarten wird. Getriebesand haben wir ja schon einmal genug gefunden. Sogar der Kupplungszug schaut gleich aus wie beim Viergang, ehrlich gesagt. Was allerdings jetzt schon sehr anders wirkt, ist diese Kupplung hier. Was möchte hier als erster rauskommen? Klassischer Aufbau. Mutter, Abdeckung, Feder. Hier haben wir jetzt eine sehr enge Verzahnung und ich schätze mal unsere... Oh, das kommt als ein ganzer super easy raus. Wow. Hier logischerweise dann unten unsere Büchse. Die ist zweiteilig, außen mäßig und innen irgendein anderes Material. Und hier noch eine Anlaufscheibe, die mit der Ausnehmung nach unten auf der Kurbelwelle gelegen ist. Der Kranz ist noch aufgesetzt für den Kickstarter. Ich bin begeistert, wie leicht hier alles einfach auseinanderflutscht. Bei den Moped-Motoren ist das immer so ein Kampf. Ich habe jetzt alle Schrauben vom Gehäuse heraus und es sind alle gleich lang, bis auf eine.
Nämlich diese einsame Schraube, die hier hinten das Gehäuse zusammenhält. Das war mal die Kurbelwelle. Ah ja, hier sind wir. Es ist nichts auseinandergefallen. Yes, das ist super. Kompaktlager im Getriebe. Ist ja fast so einfach wie bei einer Rio. Was ist das hier vorne für eine Kammer? Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber hier biegt kiloweiß der Dreck drinnen. Wow, okay, hier ist mal eine sehr interessante Sache. Wir haben nämlich einen riesen Simmerring hier innen drinnen. Dann haben wir hier ein Nadellager. Und dann außen noch einmal ein Simmerring. Das schauen wir uns genauer an. Das ist wirklich cool. Hier hinten ist nämlich ein kleines Loch im Gehäuse. Hier ist der Simmerring, der den Druck im Kolben hält. Und hier hinter ist Getriebeöl, in dem dieses Nadellager läuft. Und dann ist noch einmal hier außen ein Simmerring, der das Getriebeöl vom Rausrinnen verhindert. Also unglaublich cool. Hier haben wir unsere Kurbelwelle. Und ihr seht genau, dass hier die Lauffläche für Zündung zu Getriebeöl ist. Hier ist dann Getriebeöl und der Sitz von diesem Nadellager, die innere Lagerschale. Und hier ist dann noch ein Simmering-Sitz, der das Frischgas im Kurbelgehäuse hält. Also tolle Konstruktion. Das Nadellager an sich schaut auf den ersten Blick einmal ziemlich gut aus. Das erste, was ich jetzt mal rausgenommen habe, sind die Schaltgabeln, die von diesem Gestift hier geführt werden. Und hier ist was zu beachten, was anders ist als beim Viergang. Diese Schaltgabeln sind nämlich unterschiedlich. Die sind nicht gleich. Wenn man den Motor jetzt kupplungsseitig zerlegt, die obere macht einen Bogen nach links und die untere macht einen Bogen um die Mitte. Die Vorgelegewelle, hier braucht ihr euch keine Gedanken machen, hier ist keine einzige Anlaufscheibe drauf. Dieser Motor ist wirklich watschen einfach. Hauptwelle oder die Abtriebswelle hier als Ganzer gleich rausnehmen. Okay, und hier finden wir auch unser einziges Nadellager in dem ganzen Motor. Also hier unten ist ein Nadellager drinnen bei der Abtriebswelle, wie ihr sehen könnt. Und die einzige Anlaufscheibe, die ich bis jetzt gefunden habe, ist zu diesem Nadellager hin. Auf dem vierten Gang, ein Vierganggangmotor ist das übrigens für die, die sich gewundert haben. Hier ist die einzige Anlaufscheibe, also wirklich ein unfassbar einfacher Motor. Oh, okay. Und das ist jetzt das, was diese Schraube außen war. Und zwar hält diese Schraube hier hinten die Schalttrommel fest, dass sie sich nicht verschieben kann. Nehmen wir hier mal diese schönen Nadellager raus. Auch die schauen an und für sich noch tipptopp aus. Nehmen wir die Schalttrommel noch gar raus. Das ist die einzige Konstruktion, wo ich sage, das ist ein bisschen deppert. Auf dem Schalthebel selber ist die Feder vorgespannt. Und hier hinten war halt eben dieser Sicherungsring drauf. Und da drüber noch einmal die kleine Hutmutter. Und hier hinten unter der Schaltwalze war noch eine Beilagscheibe drinnen, nämlich hier. Der Block selber hat das Gott sei Dank relativ gut überlebt. Der hat bei einer relativ hohen Geschwindigkeit schlagartig blockiert, aber es ist nichts gebrochen, nichts ist kaputt gegangen. Der Getriebesand ist sicher von irgendwo anders gekommen. Ich kann jetzt auch weder auf den Wellen noch auf der Kupplung oder sonst irgendwie identifizieren, wo das herkommt. Ich habe jetzt mal den inneren Simmerring, den Kurbelgehäuse-Simmerring rausgeschlagen, einfach mit einem Schraubenzieher von der anderen Seite. Und hier haben wir jetzt diesen Plastikring, der mit solchen, keine Ahnung, Plastikauswölbungen zur Kurbelwelle hinschaut. Hinten ist er flach, lagerseitig ist er flach. Und hier haben wir ein wunderbares Lager, Made in Austria 3NU05. Und dieses Lager ist wunderschön beieinander, die Rollen glänzen wie neu. Das ist sehr gut, weil ich hätte keine Ahnung, wie ich dieses Lager hier rausbekomme. Wie ihr sehen könnt, zündseitig ist das komplett mit Aluminium zu. Ich bin mir sicher, das müsste man mit einem mehr oder weniger speziellen Abzieher da rausholen oder das Lager zerstören, dass man es rausbekommt. Aber ich werde den Motorblock jetzt mal putzen, weil mit dem ganzen Schmutz, der von dem Motorschaden hier drinnen ist, kann ich das nicht beurteilen. Das heißt, erster Schritt ist jetzt mal reinigen und im nächsten Schritt werden wir dann beurteilen, was wir hier alles tauschen werden. Also, wie ihr sehen könnt, ich habe diesen Motor und das Innenleben natürlich schön entschmutzt mal. Das heißt, wir haben eine gute Basis, mit der wir anfangen können. Und ich habe Ersatzteile bekommen, die ich nicht selbst eingekauft habe. Also ich bin gespannt, was da alles drinnen ist. Okay, wir haben mal einen kompletten Dichtungssatz für den Motor. 3040 Getriebeöl. Das sind alles Simmerringe, so wie ich das sehe. Kickstarter, Abtriebswelle,
Schaltwelle, Kurbelwellen-Simmerringe. Was zum Teufel ist das? Motoröl, Dämpfergummi für Kühlerrippen. Oh! Ich werde mal damit anfangen, hier den Kickstarter zu demontieren, weil hier müssen wir für den ersten Simmerring ran. Ja, okay. Das ist eine Menge Arbeitszeit gewesen, die ich mir hier gerade gespart habe. Weil das geht so auf jeden Fall auch. Abgesehen davon, falls ihr das rausnehmen wollen würdet, hier drunter ist ein Sprengring. Das heißt, ihr würdet das sowieso nicht einfach rausklopfen können, sondern ihr müsst den Simmerring, glaube ich, von außen abnehmen. Jetzt werden wir natürlich ein bisschen vorfetten. Und somit wäre der Kickstarter-Deckel mal fertig. Das heißt, wir können den Kickstarter jetzt wieder montieren. So wie ich das sehe, ist das zweimal der gleiche Simmerring für zündseitig und getriebeseitig. Okay, und erwartungsgemäß gehören sie mit der nicht so voluminösen Seite, sondern mit der flachen zur Kurbelwelle hin, um einfach mehr Vorverdichtung und ein kleineres Volumen im Kurbelgehäuse zu erzeugen. Ich glaube, wir können den Stempel sogar gut sein lassen, weil das lässt sich mit den Fingern eigentlich relativ schön in den Motorblock reindrücken. Gut, hier braucht man gar keinen Stempel, nur ein bisschen Gefühl und dann haut das auch hin. So, meine Lieben, ein kleines Wort der Warnung hier, weil ich meinen Motor deswegen noch einmal zerlegen konnte. Vergesst auf keinen Fall dieses schöne kleine Plastikringel, das wir beim Zerlegen zwischen Lager und Simmerring ausgebaut haben. Wir haben uns übrigens dafür entschieden, diese ganzen Kurbelwellenlager hier drinnen zu lassen, weil sie einfach in einem guten Zustand sind. Dadurch, dass das Kurbelgehäuse getrennt war von den Lagern, wie dieser Unfall passiert ist, ist nicht wirklich irgendwie Späne dazu gekommen und die Lager sind auch nicht beschädigt worden. Natürlich, wenn ihr wisst, wie man zum Beispiel dieses Wälzlager hier austauscht, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, aber für unseren Zweck ist es nicht notwendig. Dann haben wir hier als nächstes auf dieser Motorhälfte den Abtriebswellensimmerring. Ihr könnt die übrigens nicht falsch einbauen, weil vom Durchmesser her passen sie sowieso nur in ein Loch rein. Mit der flachen Seite nach außen. Ich sehe, das hat hier keine Schulter, wo es anliegt. Das heißt, hier müssen wir schauen, dass wir möglichst plan abschließen. Ja. Eine Sache, die wir jetzt machen müssen, bevor wir die erste Welle einbauen, ist hier mit Fett unsere Wälzlager in die Lagerschale einlegen. Ich würde euch sehr empfehlen, die Walzen zu entfetten, bevor ihr das macht, weil ansonsten verliert wegen der öligen Oberfläche das Fett so ein bisschen seine Klebstoffwirkung, die es haben soll, weil es einfach nicht gescheit an den Walzen picken bleiben kann. Ich habe ja gerade gesagt, das Fett ist unser Kleber und wir werden jetzt gleich sehen, warum. Wenn das Fett hier drinnen ist, dann halten unsere Walzen schön in Position. Wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass sie sich selbstständig machen, wenn wir den Motorblock dann zusammensetzen oder wenn wir die Welle halt eben reinstecken. Wenn ich die letzte hier jetzt nehme und reinstopfe, dann bewegt sich alles in die Orientierung, wo es hin muss. Schaltwelle rein. Mit Beilagscheibe, ja. Und jetzt kommt unsere Hutmutter mit der Dichtmasse hinten drinnen, mit der wir die Schaltwalze vorspannen werden. Jetzt kontrollieren wir mal, ob sich die Schaltwalze auch frei bewegen lässt. Ja, jetzt können wir hier auch endlich unsere Abtriebswelle einsetzen. Kontrollieren, dass sie nicht schleift und dass dieser Hebel hier nicht verspannt ist. Und jetzt endlich wieder das Vorgelege. Und jetzt hoffe ich, dass ich hier meine Klauen noch reinbekomme. Nö, man muss die Klauen mit dem Getriebe einfädeln. Fädeln mal die obere Klaue ein, weil von der weiß ich, wie herum sie gehört. Und die zweite so, dass sie dazu passt. Und so sollte das dann aussehen. Hängen wir das gleich ein, bevor wir nachher nicht mehr dazukommen. Ah, okay. Es ist auf jeden Fall ein bisschen Wackeln auf den Zangen notwendig. Oder auf den Klauen, je nachdem wie ihr sie nennen wollt. Damit sie reinrutschen, aber im Endeffekt geht's. Und jetzt können wir unser Stäbchen hier durchstecken, um unsere Klauen im Motorblock zu fixieren. Und jetzt sollte er sich auch frei drehen lassen. Jetzt ist nur mehr der Leerlauf drinnen. Und vergesst nicht, dass ihr hier zwei Simmerringe vorfetten müsst und nicht nur einen.
Das war einfacher als erwartet. Der nächste Schritt ist auch schon unsere Dichtung. Bevor wir die allerdings einsetzen, werden wir noch mit einem ganz feinen Schleifpapier sicher gehen, dass unsere Dichtfläche auch entgratet und bereit dafür ist, dass sie eine neue Papierdichtung annimmt. Boah, ist das entspannend, wenn man hier nicht auf zwei Paar lose Walzenlager achten muss, wenn man die zweite Motorhälfte drauf gibt. So, ich habe einfach nur die Bolzen jetzt gesetzt, die Gehäusehälften schrauben, damit die Dichtung nicht verrutschen kann. Werfen wir die letzte Schraube auch noch rein, die hier hinten. Und was ich gerne bei Motoren mache, wenn ich sie das erste Mal so ganz leicht nur zusammenspanne, ist zu schauen, dass sich alle Teile noch frei drehen, dass ich die Gänge super schalten kann, dass die Kurbelwelle sich dreht ohne zu schleifen, dass das Getriebe freiläufig ist. Also einfach einmal kontrollieren, bevor man hier mit Vollkaracho drauf fährt, damit man nichts kaputt macht. Kurbelwelle dreht sich schon mal frei und das Getriebe auch. Gut, ich glaube, wir können jetzt mal unsere beiden Gehäusehälften gut zusammenschrauben. Jetzt, wo wir ihn festgezogen haben, noch einmal, das dreht sich frei und das hier auch, sehr gut. Hier hinten ist, wie gesagt, eine Büchse drauf, die im Lager läuft und auf dem Vorgelege, das heißt, wir können das hier einfach reinstopfen. Dann haben wir so eine schöne Kappe hier, da sehen wir sogar noch den Abdruck drauf. Und ja, bevor ihr mir irgendwelche grantigen Kommentare schreibt, ich habe natürlich gesehen, dass ich den Kranz für den Kickstarter in diesem Video verkehrt herum draufgegeben habe. Habe ihn auch umgedreht, aber leider Gottes nicht gefilmt, also passt auf, dass die Verzahnung immer in Richtung vom Starterdeckel zeigt. Die Anlaufscheibe mit der flachen Seite nach oben, dass die gewölbte Seite in den Lagersitz reinfallen kann. Dann haben wir hier auch schon unsere Büchse für den Kupplungskorb. Sehr schön. Schrauben rein und der Rumpfmotor sollte fertig sein. Und das ist jetzt mal der erste Anblick von unserem frisch revidierten, zumindest Großteil revidierten M125 Viergangmotor. Natürlich haben wir nicht alles gemacht, ich bin gespannt. Vielleicht kommen wir auch noch einmal in den nächsten Monaten oder Jahren dazu, die Hauptlager zu tauschen. Aber ich muss dem Video heute ein Ende setzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine lange Folge werden wird. Nächste Folge werden wir diesen Motor wieder in die M125 einbauen. Ich habe sie schon aus der Arbeit mitgenommen. Sie steht in meinem Vorgarten und wartet nur mal darauf, dass der eine Grund endlich ankommt, auf den das ganze Projekt wartet, nämlich der M125 Zylinder. Es gibt keine neuen Zylinder, es ist ein Tauschzylinder, wie ich bereits gesagt habe. Der alte war komplett zerstört und wird aktuell in Italien aufs Übermaß gebohrt und neu beschichtet. Das heißt, ich bin schon gespannt, wie viel Hubraum dieses Fahrzeug im Endeffekt haben wird, weil die Riefen waren sehr tief. Vielleicht schweißen sie die Riefen auch auf, wird interessant. Aber mit 3 mm Tiefe in den Riefen müsste die Wand vom Zylinder schon sehr dünn werden und der Hubraum müsste so auf ca. 140 Kubikzentimeter raufwandern. Gut, ich hoffe, ihr habt das gelernt. Ich hoffe, ihr könnt es für eure 125er M brauchen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir diesen schönen Motor wieder in das Fahrzeug einbauen und wenn ich das Fahrzeug endlich einmal vorstellen werde. Bis dahin, wie immer, viel Spaß beim selber basteln und bis zum nächsten Mal.